In einem Brief beklagt da eine 26-jährige CDU-Politikerin aus dem Kreisverband Mitte die Verleumdungen, Gerüchte und den Sexismus gegenüber Frauen und teilweise auch durch Frauen in ihrer Partei. Besonders pikant ihre Anschuldigungen, die sich offenbar direkt auf den langjährigen Parteichef und Innensenator beziehen. Sie nennt sich Mitte-Mädchen und erhebt schwere Vorwürfe gegen CDU-Chef Frank Henkel. Jena Behrens, 26, seit anderthalb Jahren in der Union und seit der Wahl Bezirksverordnete in Mitte. In einem feministischen Internetblog bezichtigt sie Frank Henkel des Sexismus. Sie schreibt wörtlich: Vom Senator, der auf einem Parteitag meine Tochter begrüßte, oh, eine kleine süße Maus, der dann pausierte, mich ansah und fortfuhr, und eine große süße Maus. Derselbe Senator, der einen Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus vor meiner Nominierung fragte, fickst du die? Der Abgeordnete Sven Rissmann, hier links im Bild, bestätigt zwar ein Gespräch mit Henkel, kann sich aber nicht erinnern, dass diese Worte gefallen seien. Jena Behrens aber bleibt dabei, sie wurde sexistisch behandelt. Die konkreten Vorfälle hat es gegeben und ich habe sie exemplarisch herausgegriffen, damit gezeigt wird, worum es eigentlich geht, weil sonst alle sagen würden, wie sexistisch, was meinst du denn? Die Anschuldigungen lösen in der CDU heute heftige Unruhe aus. Vor der Kamera will erst kaum jemand kommentieren, was die Jurastudentin behauptet. Am Nachmittag dann springt die Steglitz-Zehlendorfer Stadträtin Kerstin Richter-Kutowski Frank Henkel zur Seite. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Mitglied der CDU. Ich habe ganz viele Funktionen gemacht und ich habe so etwas nie erlebt. Und in Bezug auf die Person von Frank Henkel, auch den kenne ich aus meiner Zeit als Abgeordnete, als Landesvorsitzende, aus den verschiedenen Funktionen, auch auf den Parteitagen. Ich habe solche sexistische Sprüche von ihm nie gehört. Frank Henkel selbst äußert sich nur schriftlich. Zitat: Ich bin sehr verwundert über diesen Brief und auch ein bisschen enttäuscht über Inhalt und Stil dieses offenen Briefes. Wenn sich Frau Behrens mit mir austauschen will, steht ihr meine Tür wie jedem anderen Mitglied meines Kreisverbandes für ein Gespräch offen. Solche Dinge sollten nicht im Raum stehen bleiben, sondern geklärt werden. Versuche einer Kontaktaufnahme durch den Kreisverband waren bislang leider erfolglos. Bemerkenswert ist, dass Frank Henkel zu den konkreten Vorwürfen von Jena Behrens keine Stellung bezieht, sie also nicht ausdrücklich bestreitet. Die Vorsitzende der Frauenunion in Mitte, Sandra Zegler, springt ihm bei und erklärt, Behrens habe in der Vergangenheit schon mehrfach gelogen. Doch auch wenn sich jetzt weitere CDU-Frauen vor Frank Henkel stellen, die Debatte um Sexismus in der Berliner CDU dürfte kaum aufzuhalten sein.